Herzlich willkommen zurück zu Twilight Princess HD. Ich bin nochmal nach Kakariko gereist und wir werden jetzt von dieser Seite aus zu dieser merkwürdigen Brücke gehen, die halt fehlt und wir haben sie ja eingesammelt. Und dann würde ich sagen, wenn das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann gehen wir zurück in die Wüste, weil irgendwas muss ja dieser Schlüssel noch bedeuten. Wir haben da ja diesen Schlüssel in dieser Goblin-Festung gefunden, aber irgendwie keine Tür dazu gefunden. Es war ja auch... Nee, ich will... Was soll das? Nicht heulen. Es war ja auch gesagt so, dass irgendwie der Schlüssel nicht hier irgendwie reinpasst. Aber wo dann, frage ich mich. Und da warten schon diese verdammten Goblinnen. Oh, hier ist ein Käfer. Oh, und die Pyramide sieht geil aus. Der Schattenkristall. Oder was das auch immer heißt. Ich weiß es nicht. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Also, die Ebene von Hyrule müssen wir unbedingt auch mal erforschen. Und jetzt geht's auf die... Diese Brücke, genau. Das ist, glaube ich, nicht die gleiche. Aber es könnte die sein, die wir suchen. Und auch hier ist wieder ein Käfer. Leute, ich weiß nicht. Soll ich... Bei denen kann ich mich doch... Nee, ich will mich nicht wappen. Ich will mich zurückverwandeln. Das geht doch eigentlich. Bei Monstern, ja. Bei Monstern ist es okay. Ich hole mir alle Käfer, die ich finde. Ach Gott. Aber die Dinger nerven. Was? Jetzt haben die mich schon umgebracht. Dann hole ich mir schnell eine Amiibo. Oh Gott, die habe ich nicht hier. Warte, was ist, wenn ich eine random Amiibo hole? Geht das nicht? Okay. Dann habe ich jetzt ein Problem. Gut, dann schnell Wolfsgewand und hau ab. Ach Gott, wir werden sterben, Leute. Wir werden sterben. Und ich frage mich, warum ich mich eigentlich nicht wappe. Es geht doch viel besser, viel leichter. Nochmal zu Kakariko. So groß ist die Welt. Also die Karte will... Die Karte täuscht ein bisschen. Die Karte scheint ein bisschen zu groß zu sein für die Welt. Also man ist schneller am Ziel, als es auf der Karte aussieht. So. Ich gehe jetzt in diese Quelle. Ich will eine Scheule. Der Epona steht doch dort hinten. So. Dann verwandle ich mich zurück. Und hol mir mein Pferd. Wie sieht's mit Items aus? Ich habe ein rotes Elixier. Warum lege ich das nicht mal auf R? Ne? Für alle Fälle. So. Das müsste reichen. Jetzt kommst du mit. Ich gehe diesen Weg, weil ich weiß nicht, ob da hinten noch eine Sperre ist. Und hier in Kakariko gibt's halt den Hylia-Schild. Das andere ist keine Überraschung. Aber danke nochmal für die Informationen. Solche wertvollen Informationen könnt ihr mir immer wieder schreiben, bevor ich halt in mein Unheil reinrase. Und nee, da kommt eine Biene in mein Zimmer. Oh, nee, bitte nicht. Ja, ich habe wieder eine Bienenplage im Garten. Muss man unbedingt mal den Imker rufen, weil das Problem ist, die Bienen stehen unter Naturschutz. Ne? Wenn ihr ein Honigbienennest seht, macht das nicht kaputt. Was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Die ziehen mir 3 Schaden ab. Sag mir bitte, ich kann Elixier auf dem Pferd trinken. Oh mein Gott. Mein Glück. So. Es geht mal down. Was seid ihr denn für welche wieder mal? Warte, kann ich die nicht vielleicht sogar runterziehen? Nein, mein Pferd ist müde. Ich kriege mich einfach down. Unglaublich. Ich will doch nur diese Käfer sammeln. So, da ist einer, aber da kommt schon wieder einer. Ach, geht weg. So, sind die jetzt alle tot? Da und dann beim Tor war noch was.
Das könnte das die weibliche Form sein. Okay, ich dachte, es sei eine Stärke, aber sie sind ja so ein Grashüpfer. Ah nee, da ist schon wieder einer. Wir haben Pfeile gekriegt. Ja, ich würde die Pfeile ja auch platzieren. Ich mache das jetzt auch mal so auf Y. Dann haben wir definitiv bessere Waffen. Ah, und die stehen da, alle zu campen. Nee, ich finde die Gegner aber richtig übel. Sind ja richtig OP. Glaubt man fast nicht, ne? Aber ich kann hier auch... Ich muss warten, bis Tag wird, oder? Wie verstehe ich das? Ich kann hier nichts machen, solange die hier rumwildern. Kommt schon wieder einer. Ah, warte, warte, der hat keinen Pfeil. Jo, Freunde, der Part beginnt ziemlich strange, ne? Ja. So, ich bin völlig erschöpft. Das ist auch nicht gut. Man verliert der Leuchtherzen, oder wie? So, die Brücke ist repariert. Über die will ich aber jetzt. Aber zuerst möchte ich den Käfer dort. Ah, das könnte die weibliche sein. So, das Pferd lasse ich jetzt mal liegen. Danke. Ich gehe jetzt so über die Brücke. Ah, warte mal, hier fehlt ein Teil. Könnte hier das Teil fehlen? Mit Midna reden. Ey, Leute. Ich will das verdammte Teil hier hinstellen. Aber sie lässt mich nicht. Na gut, dann gehe ich in die Wüste. Dann porte ich mich zur Wüste. Oder warte, wie geht das denn wieder mit dem Wappen? Ach, ich weiß es nicht. Egal. Auf in die Wüste. Und schauen wir, ob wir da weiterkommen. Immerhin haben wir Kiff. Was, das Teil ist wieder hier? Ach, ich wollte das Teil doch mitnehmen. Wappen. Ah, und dann müssen wir zur Stelle. Ne? Oder? Im Kakariko-Tal? War das dort? Ja, dann war es im Kakariko-Tal. Keine Ahnung. Da muss ich mir dann wohl nochmal meine Parts anschauen, wie das mit dem Wappen geht. Ich dachte eigentlich, das hätte man dann safe in der Tasche. Ja, das ist das Teil, wo wir gerade eben waren. Es war nicht so groß. Kann sein, dass man zur gelegenen Stelle wappen muss. Und ich finde das so geil, wie die Pyramide im Hintergrund diese düstere Stimmung wirklich gibt. So, jetzt sind wir... Was? Was? Hey, wir sind hier nicht zum Spielen. Also nimm... So, und wenn ich mich jetzt warp... Hä? Okay, dann weiß ich nicht, wohin wir müssen. Wohin muss denn die Scheißbrücke? Ist das die Brücke von Elding? Nee. Hier muss ich irgendwie... Das ist die kaputte Brücke. Die geht nicht. Die ist kaputt. Okay, dann schreibt mir, was es mit diesem Teil auf sich hat. Ich hab keine Ahnung. Ist dieses Teil jetzt schon wieder hier? Ist es. Das ist blöd. Oh. So, du kommst aber zu mir.
Ich weiß zwar nicht, was man mit Geisterseelen macht, aber ja, die brauchen wir. Ein Herztropfen natürlich nicht. Okay, wo können wir denn jetzt noch hin? Aber es muss doch etwas mit diesem Teil zu tun haben. In der Festung gibt es nichts und weit und breit sehe ich jetzt auch nichts Besonderes. Wir müssen doch irgendwas mit diesem Teil machen. Sieht aus, als wäre es von... Ja, okay. Es ist ganz klar, dass wir das mitnehmen müssen. Aber wohin denn? Da ist noch so eine Brücke. Ah, das wäre der Hylia-See. Nimmt sie das denn dorthin mit? Will ich jetzt wissen. Komm, bitte sei richtig. Zu viele kaputte Brücken in Hyrule, Sauerei. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es hat mir auch nirgends angezeigt, dass ich jetzt dieses Brückenteil habe. Und nochmal Wappen. Gehen wir in den Norden der Wüste. Ich verstehe es nicht. Ja, schreibt mir, was das für ein Teil ist und wie das ganze Wappen wieder geht. Ich habe keine Ahnung. Norden der Wüste ist diese Festung. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas Wichtiges? Interessantes? Herz ist immer gut. Die Musik ist geil von der Wüste, die magisch. Was gibt's denn noch hier? Nix. Jetzt wirklich die Pampa. Also wir müssen dieses Castle dort. Sieht aus wie ein Kolosseum. Es sieht sogar aus wie das Kolosseum, was in Rom steht. Nur diese Türme passen halt nicht, aber... Ah, da kommt nur der Menschling hoch, okay. Na dann hoch mit dir. Hier haben wir noch nicht alles überprüft, ne? Hier gibt es ja noch einige Lücken, wo wir noch nicht waren. Vielleicht finden wir noch was. Aber meiner Meinung nach gibt es eine Tür, nur bei Nacht haben wir die nicht entdeckt. Muss ja fast so sein. Ich frage mich, haben wir den Schlüssel jetzt oder wurde der auch respawned? Oh, hier geht's nicht weiter. Ich glaube, wir sind aber gut gerüstet für die Wüste, obwohl diese Gegner sind scheiße. Ja, es ist cool, das Spiel, aber es gibt eine Menge Parts. Also es ist ein sehr langes Projekt. So, wir werden wieder entdeckt. Diesmal werden wir da ein bisschen sicherer durchgehen. Ja, ich habe ihn getroffen. Sehr schön.
ich werde versuchen, so ein bisschen wie Metal Gear Solid. Oh mein Gott, ja, das neue Metal Gear in der Wüste, das ist ja jetzt raus. Wollt ihr ein Let's Play davon? Weil ich habe so Bock, das zu spielen. Schreibt mir das in die Kommentare. Das ist ja auch das letzte Metal Gear, was schade ist. Ich habe nie besonders an Metal Gear gehangen. Ich habe es noch nie gespielt, einmal, und ich fand es nicht so toll. Aber das hatte jetzt nicht der Grund, den ihr vielleicht denkt. Also der neue Teil, der könnte mir schon was sagen. Und die Pfeile, die sitzen gerade ziemlich doof. Aber okay, ich kann es nicht ändern. So, ich versuche hier wirklich stealth-mäßig ranzugehen. So gut es geht. Schön auch immer fein Musik, aber ich sehe niemanden. Ah, da mal reinschauen. Ah, deshalb sind diese Löcher da. Um die Gegner auszuschalten. Ey, das ist cool. Auf der anderen Seite ist einer. Na, dann warte mal. Du da hinten. Wenn der jetzt kommt. Ist ja fast wie Links Crossbow Training. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Und down. Ich sehe da hinten noch einer. Ich hab ihn, ich hab ihn. Super. Okay, gehen wir weiter. Der Schlüssel wird uns nicht angezeigt. Ich glaube, den haben wir auch nicht. Den muss man also. Gehst du weg? Ja, die rufen Verstärkung, wenn die mich sehen. Ja, doch, wir müssen zu dieser. Hä? Warum war denn das julianische Zeichen auf dem Turm? Ich glaube, das gehört uns und nicht den Feinden. So, auf dem Turm, der ist ausgelöscht. Schade, dass man sich nicht bewegen kann mit dem Bogen. Das würde noch helfen. Da ist noch einer. Verdammt. Verdammt. Ruft er jetzt Verstärkung? Nee, aber der schießt saugut. Wow, Leute. Please. Herz. Ey, jetzt wird es wieder dunkel, unglaublich. Und wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Boah, ey, das Spiel ist ja bitterschwer. Es gibt ja auch den Heldenmodus, aber nein, danke. Okay, also wir kommen besser durch, wenn wir safe sind. Wenn wir stealth-mäßig rangehen. In Ordnung. Dann wissen wir das. Und ich mache den Part jetzt länger, ja, definitiv. Und ich warte mich auch nochmal. Mit diesem Scheißteil oder ohne, ist mir egal. Und wohin? Nee, das geht ja in der Schülersee. Stadt, Sora-Höhle, alles Bullshit. Gibt's hier noch eine kaputte Brücke irgendwo vielleicht? Nö. Todesberg, Bullshit. Kakarikotaler, geh mal ins Tal. Die Brücke wird auch nicht mitgenommen. Okay. Was bringt uns das denn? Oh, das ist roter Schleim. Den will ich. Der ist. Und ich sehe eine Truhe. Oh mein Gott, füll das und sauf das. Aber sofort. Trink das. So.
Haben wir irgendwie zu wenig Herzen für die Wüste? Oder sind wir einfach zu doof? Das ist halt wieder ein neues Element des Spiels, ne? So, und ich habe irgendwie das Gefühl, hier kommt man hin. Als Wolf. Okay. Oder ist meine Rüstung am Arsch? Warte mal, ich zieh mal die andere an. Warte, was steht denn da? Hm. Da steht jetzt nix. Ich zieh jetzt mal wieder das normale Gewand an. Und jetzt will ich hier rüberspringen. Wenn Midna möchte. Midna. Was ist das? Braucht man hier ein anderes Item? Alles sehr verwirrend. Ich sehe aber, was leuchtet da oben? Das ist mal wieder ein Käfer. Dann holen wir uns den. Ja, wenn wir schon in der Story nicht weiterkommen, dann machen wir es auf der Sidequest-Ebene halt. Dann leuchtet auch was. Komm ich so weit? Ist hier schon wieder eine Truhe? Oh mein Gott, hier sind ja überall Touren. Hallo? Was willst du denn? Problem? Ja, dachte ich, warte mal, ist das ein... Sieht so ähnlich wie ein Herzteil aus. Okay, können wir irgendwie später noch fliegen? Okay, geh nochmal zur Wüste. Wir müssen diese Festung, ganz klar. Wir müssen diese Festung. Und ja, koste es was es wolle, wir müssen da safe und stealth-mäßig ran. Anders kommen wir da nicht rein. Könnt ihr knicken. Die bringen uns um, wenn die uns erwischen. Hier war doch irgendwo eine Route, genau da. Ja, Sandkriecher geht weg. Ich habe jetzt volle Leben. Das soll auch so bleiben. Freunde, ich würde sagen, im nächsten Part... Oh, warte, da steht ja einer. Scheiße. Ja, das ist das Problem der Nacht, hä? Wo stand der? Seine Augen leuchten. Man erkennt sie an den Augen. Das finde ich gut. Es gibt dem Spieler eine kleine Fairness, weil ich finde es eigentlich gut, dass es so schwer ist. Man kann sich gut in die Welt reinfinden. Nur bin ich halt ein kompletter Noob in diesem Spiel, ne? Das ist das Problem. So, steht hier noch jemand auf dem Turm oder kann ich... Ne, ich kann. Okay. Ich finde es aber lustig, wie das hier gespeichert wird, die Pforte und alles andere nicht. Jetzt mal wieder GG. Ach Freunde, ich mach das jetzt so. Bis wir in einem neuen Ort sind, weil... Wenn ich jetzt wieder den Part unterbreche, dann... Ja, oder ich teile den Part so in zwei Parts. Man kann ja mal splitten. Ich sehe da, ist ja da oben da. Ja, schaut sich um. Ja, doch, die bewachen hier irgendwas, was uns gehört. Also dem hylianischen Volk. Aber was? Das ist die Frage. Was verbergen die von uns? Ja, ja, das ist definitiv eine Festung von uns. Das ist unsere Festung, Leute. Die wurde übernommen. Ja gut, dann heißt es jetzt Krieg. Im nächsten Part geht's weiter mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Schaltet auch dann wieder ein, wenn wir dann diese Festung endlich unter uns jochen.
Bester.